Ich nenne das, das mein drittes Kind. Ich habe zwei erwachsene Söhne und danach habe ich angefangen das Festival und es ist, ich sehe auch, wie das wächst und wie das wird besser und schöner. Ich glaube, was an diesem Festival sehr besonders ist, dass es bekannte Stücke und sehr unbekannte Stücke präsentiert. The atmosphere which makes this festival very special is that Elena Bashkirova invites people who she feels that would fit well together. Es wird immer irgendwie nach etwas gesucht, was vielleicht nicht jeder schon mal 100-mal gespielt hat, sondern was man vielleicht auch mal zusammen entdecken kann. Das ist für uns Musiker gut, das ist erfrischend, das ist interessant und für die Zuhörer auch gut, weil sie auch mal nicht immer nur die gleichen 5 Stücke hören, sondern auch mal irgendwie was anderes. Es ist eine musikalische Art, wo die Leute sehr nah zum Publikum kommen. Das ist, wo es gibt einen richtigen Kontakt zwischen Publikum und Musiker. Und besonders in so einem Saal wie hier, es ist fantastisch, weil Publikum sitzt sehr nah und Musiker sind wirklich wie Teil von dem Ganzen. Also es ist eine fantastische Sache. Ich glaube, Berlin hat ein festes Kulturmoment durch dieses Festival gewonnen, was es vorher nicht hatte, weil es, glaube ich, kein anderes Kammermusikfestival in Berlin gibt. Also es ist eine gute Mischung zwischen richtig neuen Talente, die zum ersten Mal spielen und ältere Musiker, schon arrivierte Künstler. Dieses Kind ist jetzt schon erwachsen geworden. Und dieses Jahr hat man gesehen, dass beim Publikum und auch hier drinnen und bei Musikern, das ist total angekommen.